Weit weg von allen positiven Vorsätzen ist der erste FC Saarbrücken in dieser Saison. Deshalb laufen die Planungen für die kommende Saison schon auf Hochtouren. Zentraler Faktor Nummer 1, Dirk Lottner, der neue Cheftrainer, der am vergangenen Mittwoch vorgestellt wurde und sich vorgestellt hat. Das Gesamtpaket hat mich von Anfang an gefesselt, weil Saarbrücken ein Jahrhundertverein ist, den gewissen Reiz hat. Ich glaube, dass es nicht selbstverständlich ist, einen Trainer hier die Chance zu geben, der mehr oder weniger 3 Jahre nicht aktiv war auf der Trainerposition. Nicht selbstverständlich. Ein Vertrauensvorschuss, der beim 1. FC Saarbrücken schnell verspielt sein kann, wenn sie nicht gleich der Erfolg einstellt. Kein leichtes Unterfangen also für Dirk Lottner. Auf jeden Fall mit einer fast völlig neuen Mannschaft. Viele können gehen, nur wenige sollen bleiben. Die Abstiegsvorstellung heute, der 1. FCS gegen Offenbach, mit einem, der bleibt, Frank Huthäfer. Und der neue Vize Dieter Ferner, er begleitet Taifur Diane in sein letztes Spiel als Trainer des FC. Kein einfacher Weg mit Sicherheit, auch für ihn nicht. David Fischer, der neue Geschäftsführer, er soll alles neu sortieren. Und auf der Tribüne der neue Trainer, da haben wir ihn neben dem neuen sportlichen Leiter. Also viel Neues, aber alles noch auf die Zukunft ausgerichtet. Die Gegenwart. Saarbrücken zu Beginn besser mit Mann. 6. Minute auf Behrens und der hat Platz. Von Meyer verfolgt und vielleicht gerade noch so gestört, dass er da nicht konzentriert abschließen kann. Frust raus, Kevin Behrens, er wird mit Mannheim in Verbindung gebracht. In Saarbrücken heißt es allerdings, noch ist da nichts in trockenen Tüchern. Und da muss erstmal hier das Netz repariert werden. Da war ein kleines Löchlein drin, also Handarbeit. Saarbrücken weiter. Optisch präsent, guter Ball auf Amin, der auch den Laufweg anbietet. Amin und Wilsch. Und dann steht es 1-0 für Saarbrücken und das ist absolut verdient. Es ist zwar ein Sommerkick, nichtsdestotrotz. 24. Minute, Marius Wilsch, auch er wird keinen neuen Vertrag erhalten. Hassan Amin dagegen sehr wohl. Und Dieter Ferner zwischen Freude, ob dieser sportlichen Leistung und dem, was an Arbeit noch alles zu bringen ist. Behrens. Foul hier des Offenbachers. Und dann macht's André Mandt. Achtung, ganz schnell, der hat die Idee. Da läuft der Behrens nämlich. Und auch der hat wieder viel, viel Platz. Marco Meierhöfer, vielen Dank, sagt der 2-0. Mit dem Pausenpfiff Marco Meierhöfer umworben von einigen Clubs. Klar, dass Saarbrücken den gerne behalten würde. Und den macht er ganz trocken. 2-0, Pausenführung. Und Taifur Diane mit einem, ja, sein Lächeln, das kennen wir, bedankt sich bei Marius Wilsch. Zweite Halbzeit rein. Und dann Meier hier. Mit dem Einsatz letzter Mann gegen Behrens. Rote Karte für den Offenbacher. 70. Minute. Hypothek für die Gäste. Saarbrücken mit dem Freistoß. Amin. Frappan. Und dann steht's 3-0 für den 1. FC Saarbrücken. Kevin Behrens besorgt den letzten Treffer dieser Saison. Und jetzt heißt es für viele Spieler Abschied nehmen. Wir hatten uns entschieden, den 13 Spielern schon frühzeitig mitzuteilen, dass es hier nicht weitergeht für sie, dass wir anderweitig planen. Wir wollen natürlich auch keinen ganz so großen Kader mehr haben, wie das in der vergangenen Saison der Fall war. Wir haben aktuell 9 Spieler unter Vertrag, von daher kann man sich denken, dass jede Position sicherlich noch mal verstärkt werden muss. Tschüss, sagt Saarbrücken aus dieser Saison. Das war nix dieses Jahr, das werden viele so sehen. Eine schwarze Saison, sie endet mit der Hoffnung auf bessere Zeiten. Die Saison ist abgehakt beim 1. FCS. Der Blick geht voraus. Neutrainer Dirk Lottner im Gespräch mit Frank Rundhefer. Herr Lottner, 4 Tage Trainer des 1. FC Saarbrücken. Wie lebt sich so mit dem Bewusstsein in den ersten Tagen? Ja, es ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl. Sonst hätte ich das auch nicht angenommen hier. Aber auch sehr intensiv schon die ersten Tage. Und ja, sind gerade noch so ein bisschen in der Findungsphase. Offiziell geht es zwar erst ab 1.7. los, aber es gibt halt viel zu tun aufgrund der Situation. Und von daher gilt es halt, das Ganze anzupacken und in gesunde Bahnen zu bringen. Kaderplanung, denke ich mir, steht jetzt ganz vorne. Sind Sie da schon richtig involviert? Ja, klar. Wir sind ganz eng mit Markus im Austausch. Wir sprechen eigentlich täglich über den aktuellen und eigentlich ab morgen auch über den zukünftigen Kader.
Und dementsprechend hast du natürlich jeden Tag auch mit dem Markus Kontakt, oder? Ich komme hier runter und man tauscht sich wieder aus. Jetzt auch das Wochenende wollen wir wieder nutzen, um ein paar Dinge weiter festzuzurren. Und ich hoffe, dass uns das gelingen wird. Wie gut kennen Sie denn die Regionalliga, explizit vielleicht auch die Regionalliga Südwest? Ja, es ist mit Sicherheit so, dass die Regionalliga Südwest ähnlich aufgestellt ist wie auch im Westen. Ja, ich kenne das Niveau in der Regionalliga. Ich weiß, dass wir hier viele Traditionsvereine haben. Eine hohe Leistungsdichte uns erwartet, aber auch mit Sicherheit die Möglichkeit haben, da eine gesunde Rolle zu spielen in der nächsten Saison. Sie haben gesagt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, direkt jetzt vom Aufstieg zu reden, ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ist das auch ja, so eine Maßnahme, um ein bisschen den Druck wegzunehmen? Also ich glaube, kaum ein Verein stellt sich nach so einem Umbruch hin und sagt, wir wollen aufsteigen oder wollen Meister werden oder Sonstiges. Ja, also die Situation in der Regionalliga ist sowieso schon schwer genug für alle Mannschaften, wenn du Meister bist, da noch die Relegation zu spielen. Deswegen jetzt zu sagen, man will aufsteigen, halte ich für völlig überzogen und fehl am Platz. Für uns ist es wichtig, 2 Jahre jetzt eine Mannschaft aufzubauen, wie ich schon letzte Woche gesagt habe, die was rüberbringt, die was darstellt, die Leute fesselt, die vom Charakter her zusammenpasst und die entwicklungsfähig ist. Ja? Und das wollen wir versuchen hinzukriegen. Sie haben gesagt, Sie möchten auch gerne nach Saarbrücken ziehen. Ist das auch so ein Zeichen an das Umfeld, dass Sie gerne hier heimisch werden wollen? Ja, es ist vor allen Dingen ein Zeichen für mich selber. Also ich möchte mich ja auch wohlfühlen. Ja? Und so schön die Hotels hier auch sind, man möchte doch am Ende des Tages nach Hause kommen und sich zurücklehnen. Ja? Und das kann ich punktuell mal im Hotel machen, aber viel besser mit Sicherheit zu Hause, wo man eine gewisse, wo man sich wohlfühlt, wo man Ruhe hat, wo man mal runterkommen kann und wo man auch seine Familie dann empfangen kann, wenn sie hier nach Saarbrücken kommen. Dann vielen Dank und viel Erfolg in Saarbrücken. Danke. Die Ergebnisse und die Schlusstabelle der Regionalliga Südwest. Waldhof Mannheim gegen Saar 05, 5:0. Hoffenheim gegen Elversberg kennen Sie mit dem 2:1. Eintracht Trier gegen Spielberg ebenso 2:1. Neckar-Elz unterliegt gegen Pirmasens 1:4. Dann haben wir noch Waldorf gegen Worms 0:1. Keine Tore bei Kaiserslautern gegen Steinbach und auch nicht beim Balinger SC gegen Freiburg. 3:0 Sieger Saarbrücken und Homburg 1:0. Gegen Hessen-Kassel. Wir gratulieren dem SV Waldhof Mannheim zur Meisterschaft mit 73 Zähler. Die SV Elversberg Zweiter, 72 Punkte. Beide Mannschaften gehen in die Aufstiegsspiele. Hoffenheim ist Dritter, Offenbach Vierter, Trier Fünfter, Sechster, der FC Homburg und Siebter dann auch der erste FC Saarbrücken mit 5 Punkten Rückstand. Dann wird es interessant ganz unten. Denn schauen Sie die rote Zone unten sich genau an. Freiburg, Spielberg, Neckar-Elz und Saar 05 sind abgestiegen. Balingen kann noch hoffen, muss auch hoffen, dass beide Vereine aufsteigen in der Liga. Dann nur sind die Balinger gerettet.